Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hypixel Skyblock. Ich heile mich, obwohl ich schon voll geheilt bin. Ich liebe diesen Talisman einfach, oder dieses Gerät, dieses Heilungs-Item. So, wir machen weiter. Mit unseren Fairy Souls. Okay, da kann ich nicht so hoch. Aber so komme ich hoch. Ich muss irgendwie. Ich glaube. Was da? Ich weiß es gerade nicht. Oder was da oben? Ja, ich glaube, was war da oben? So, von hier müsste ich theoretisch. Und wenn ich nicht gerade springe, geht das nicht. Es geht nur, wenn man gerade springt. Dann, oh, ja, dann fällt man runter und kann so den ganzen Weg nochmal laufen, weil ich das so schön finde. So ist natürlich alles geplant. Ich glaube, da wird irgendjemand gerade getötet. Wenn ich die bekämpfen könnte, die Viecher, dann würde ich auch mitkämpfen. Aber jetzt schaffen wir es und. Die kann man für 200.000 verkaufen, die Dinger. Gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen soll. So, jetzt aber. Yes. Ja, slow down, bla bla bla. Hier kann ich so hoch einfach. Wunderschön. Jetzt aber. Bäh. So, jetzt wird's lustig. Ist es hier? So, höher? Nein, wir müssen noch höher. Also es ist tatsächlich noch eins höher, habe ich mir schon gedacht, aber ich war ja schon vorbereitet. Hier komme ich nicht so leicht hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. GG. Dann muss ich den unkonventionellen Weg nehmen. Okay, wir haben es geschafft. Wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Am liebsten würde ich jetzt diesen Long Jump hier machen. Aber ich werde wahrscheinlich, ne, so werde ich da hängen bleiben. 100 Pro. Jo, nein. Oh. So, wir sind auf der richtigen Höhe. Ja. Aber am falschen Punkt. Geil. 700. Es ist nicht hier. Es ist eins weiter. 700. Wo geht's denn nach 700? Ich kann es jetzt nicht hier gut testen. Okay, so bewegt man sich immer einen Block. Das ist richtig. Das heißt, hier ist Minus. Das heißt, es ist nach da auf jeden Fall. Ist es da? Nee, kann nicht sein. Doch, es ist wohl da. Okay, wir sind jetzt 721. Ich probiere mal hier irgendwo. Aua. Irgendwo hier oben zu landen. Sieben, doch, hier müsste es irgendwo sein. Kann ich hier vielleicht hoch? Danke. Kann ich hier vielleicht so vorbei? 721. Okay, das wäre hier irgendwo, ne? Hier. Mit 76. Minus 220. Da hinten etwa. Oh Gott. Hier ist es nicht, ne? Nee, dann ist es da. Okay, hab's irgendwie hingekommen. Da ist es hier. Ja, hier ist es.
Okay, gut, die erste Soul haben wir. Das wäre die hier beim Portal gewesen. Das wäre die Nummer 4, die Fairy Soul Nummer 4. Und jetzt kommt noch die letzte. Die zeige ich euch, nachdem ich gehustet habe. Moment. So, next one, oder besser gesagt last one, das passt besser, da hinten, ne? Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Höhe 84, also nach oben, da. Da oben. Sonst weiß ich nicht, wo es sonst sein sollte. Und das andere ist 200. Nee. 232. Doch. Doch, ist es da hinten. Nur die Kunst, da hinzukommen, ne? Das ist nur ein bisschen noch die Frage. Hier komme ich normalerweise so hin. Ja. Jetzt nur noch irgendwie da hinten hin. Das wird nur ein kritischer Jump hier, der wird mir zu kritisch tatsächlich. Ich glaube, ich gehe lieber auf Nummer sicher und gehe hier hoch. Auf diese Plattform. Yep. Und dann kann ich von hier, glaube ich, einfacher nach da rüberkommen. Am besten nicht an dem Ding da hängen bleiben. Am besten einfach hier rüber. Hier auf die Plattform. Hier sind viele Möglichkeiten, wo der hängen bleiben kann. Hier irgendwo ist die. Ja, hier ist er. Die letzte Soul für diesen Bereich hier. Damit ist das Ende komplett. Jetzt nur als kleinen Fun machen wir noch eine lustige Sache. Und gehen auf das Dreckenei. Auf das Dreckenei. Und jetzt spawnt jemand einen Drachen. Dann bin ich am Arsch. Ich glaube, dann lande ich genau im Drachen, wird instant gekillt. Jo! Ja, hat Fun. Moin. Ach ja, von oben guckt man ja auch easy auf das Drachenein drauf. Ja. Naja. Jo! Was sieht das cool aus von hier, ne? Das Ende. Ich hoffe, es kommen bald neue Welten auch noch dazu. Einfach irgendwelche Levelwelten. Das wäre mega geil. So, damit ist das Ende abgeschlossen. Dragon Nest und Ende abgeschlossen. Jetzt geht's leider weg von hier. Auf Wiedersehen, Drachen Nest. So, ja, warte, wir gehen wohl vorher zu nach Hause. Einfach wegen den Fragments. Ja. Moin. 11 Unstable Fragments. Das reicht nicht mehr für einen. Ich glaube, man braucht mindestens 40, um sich die Schuhe machen zu können. Uff. Und Fragment. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Fragments. Das ist schon schön. Bin ich stolz drauf. Und wir haben noch ein Crystal Fragment. Können wir eins mal ins Auctionhaus setzen, ne? Oder? Right-click to view recipes. Ein Catalyst! Oh! Gut, den können wir uns, glaube ich, craften. Ich würde ihn jetzt einfach mal machen, ne? Also. Ich meine, warum nicht? Ich habe ihn gerade hier, also. Und ich glaube, der bringt auch noch. Ach, den kann ich noch gar nicht craften. Gut. Ja, hat sich schnell erledigt. Next. Es gibt eine. Oh. Full Set Bonus. Refraction. The stats of this armor change from 0 to dependent on the current light level. Current light level 15, also 200%. Aber was 200%? Okay, du kannst eine Crystal Armor bauen.
Weiß ich jetzt nicht. Okay, man sollte sie nicht verkaufen, weil wir werden noch einige davon brauchen. Okay, dann behalten wir das mal. Haste-Block, Tarantula-Web. Der Fisch noch. Die müssen wir uns irgendwie einrahmen. Jo, dann haben wir hier wieder ein paar wunderschöne Dinge. Tja, auch gut. Enderperlen werde ich behalten, weil man weiß ja nicht, ne? Glasflaschen durch hier rein. Obsidian, ja, brauche ich nicht. So. Haben wir ein Minion der Forst? Tschüss. Tschüss. Ja. Dann geht's weiter. Und zwar in der Coal Mine. Ich habe die Souls noch nicht geöffnet. Jetzt habe ich sie geöffnet. Wo zum Henker ist das? Habe ich? Jo, minus 162. Das ist hier. Minus 13. Das ist hier. Höhe 60. Also genau unter mir. Ach stimmt, die Dinger sind ja auch stark wie noch was. Hab ich vergessen. Hab ich mal vergessen so. Nee, ich bin hier auf jeden Fall falsch. Oder zählt das nicht als Coal? Das ist doch Coal Mine eigentlich. Ach, ist das die hier? Oder hier vielleicht. Ah, hier. Hier ist sie. Die habe ich aber schon. Ich kriege aber gar nicht so einfach, ne? Hallo? 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 Mist. Machen wir wieder unseren Supertrick. So geht's am einfachsten. Oder man muss. Ah, von hier. Ja, okay, das bringt auch nicht viel. Brauchen wir nicht. Okay, das war die Soul. Ich dachte schon, Coal Mine ist doch hier eigentlich. Aber hier sind ja auch die Dungeons. Dann die nächste in der Coal Mine ist. Ach, diese Scheiße. Ja, ich erinnere mich an die. Ich zeige zuerst die andere. Man denkt es sich schon. Ich gehe hier hoch. Ich springe am besten. Oder mach nur so. Ja, man hat sie schon gesehen. Ja, der, manchmal der Grappling Hook, ne? Also macht nicht, was ich will. So, und jetzt jumpen einfach, genau. Und dann hier ist die. Und die andere ist. Ich mag die nicht. Ciao. So. Man muss hier irgendwie aussteigen. Und hier irgendwie eine Soul claimen, glaube ich. Ah, ich bin zu weit hinten. Nein. Jetzt kann man nämlich neu laden. Ja. Ich hätte auch Hub machen können, ich Dödel. Naja. Jetzt ist es zu spät. Auch egal. Ich mag diese Quest auf jeden Fall nicht. Es gibt sogar, hier steht, for whatever reason, the Ferris Hole is now blocked off. Use this guy to get it. Ah ja, das ist noch ziemlich unfair. Boah. Die ist buggy, sag ich mal.
Die funktioniert nicht ganz so, wie sie soll. Ich muss auf jeden Fall genau hinten am letzten Ding spawnen. Yes, hier. Genau. Ja. Und hier. Ihr seht schon. Hier kommt man auch nicht weiter, leider. Aber ein schöner Bug. Ich weiß nicht. Nee, hier ist die gar nicht. Hä? War die nicht hier? War die nicht da? Oh. Die war doch hier. Nee, man muss irgendwie auf jeden Fall hier sich... Man muss hier irgendwas buggen mit. Wir lassen die mal, glaube ich, außen vor. Ich glaube, ich schaue mir das Video nämlich mal dazu an. Weil ich glaube, das ist ziemlich buggy. Ja. Wenn ich mir das so ansehe... Ja. Ja. Das ist ein ziemlich buggy Ding hier. Also man muss hier zu einem bestimmten Punkt genau raushüpfen aus dem Minecart und dadurch wird man durch einen Block geglitscht. Und in dem kommt man in einem kleinen Raum und da ist er dann. Wir lassen es mal außen vor. Wir holen uns dann eine andere Rune vorerst. In der Goldmine. Also wir gehen jetzt mal kurz zur Goldmine. Na, weil die ist ziemlich krass. Fairy Zone Nummer 3 lasse ich mal offen. Die kann weg. Dann gehen wir die Goldmine und holen uns ein paar Runen da. Weil wir haben noch 3 Minuten, also da können wir noch locker 2 oder so kriegen. Oder eine. Mindestens eine. Hier gibt es einige Runen. In der Goldmine. Ja, und die erste ist... Die ist, glaube ich, ziemlich am Anfang. 114. 351. Ne, die ist nicht so ganz am Anfang. 351. Das ist nicht so ganz am Anfang. Ah, ist das die hier hinten? Weil hier unten ist auch noch eine. Aber das ist nicht die tatsächlich. Ne, wir fangen mit einer anderen an. Wo ist da oben? Minus 22, also noch da. Okay. Minus 22. Weiß ich jetzt, ich weiß jetzt gerade nichts damit anzufangen. Minus 22. Ja, hier ist minus 22. Minus 351. Okay, warte mal, wir gehen mal hier rum. Ah, hier gibt es auch noch so blöde Lava-Runes. Erinnere ich mich dran. Ja. Geh doch da hoch, Mensch. So. Oh, ich glaube, das ist sie. Ja, das ist sie. Die hatte ich auch noch nicht. Gut, das war die erste Fairy Zone. Dann die zweite. Jupp, habe ich mir schon gedacht. Die ist, ja. Wie in fast jedem, ja, in fast jeder Welt. Eine Rune ist immer an der höchsten Stelle der Map. Moin. Hi. Aber die habe ich schon gehabt. Nummer 3. Der ist auch irgendwo oben. Wo man irgendwas... ist das Colosseo? Nee, wo man die Bahn sehen kann. Die Bahn ist da. Das heißt, ich glaube... es müsste entweder auf... Wenn man guckt die Bahn an. Ja, es ist der da hinten. Wow, nicer Jump. Wir haben unsere Enderperlen nicht.
Die hätte ich noch gerne. So, hier irgendwo. Und entweder ist sie hier. Ne, dann ist sie da auf dem kleinen. Ja. Weil das Bild war das hier. Das war das Bild. Und ich habe halt hinten die Bahn gesehen. Perfekt. Das war Nummer 3. Siehst du, wir haben hier. Wir können auch eine. Ja, die können wir auch noch machen. Die ist auch noch easy. Die ist. Ich glaube. Hier, ne? Hier unten. Ja, ja, hier. Die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Wie oft in den Folgen auch. Das ist die hier. Tada! Zweimal oder dreimal habe ich die in den Folgen gezeigt. Naja. Ich gucke mir jetzt das Video an, wie man die eine da nochmal bekommt. Und dann, ja. Zeige ich euch, wie man die bekommt, hoffentlich. Ich zahle noch gerade mein Geld ein. So. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.